In diesem Video machen wir was völlig Verrücktes, und zwar eine 30 Minuten Belichtung. Wie das Bild aussieht, siehst du im Video. Vielleicht hast du das letzte Video schon gesehen, da haben wir eine Bulbbelichtung gemacht, da haben wir schon 4 Minuten belichtet. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau es dir auf jeden Fall an. Es ist quasi so eine zweiteilige ND-Filter-Serie, und in diesem Video wollen wir an die Extremen gehen, und zwar eine 30 Minuten Belichtung machen. Wer das nicht versteht, was eine 30 Minuten Belichtung ist, das bedeutet, ein einziges Foto, was ich jetzt hier gleich schießen werde, dauert 30 Minuten zu machen. Also die Kamera belichtet für 30 Minuten. Das sind viele Sekunden. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Sekunden das sind. Und ich habe mir jetzt hier eine ganz simple Stelle ausgesucht, ohne viel Schnickschnack, ohne viel Vordergrund, einfach eine schöne Seefläche, eine schöne Spiegelung haben wir. Die Sonne ist noch da, wir haben noch knapp 1 Stunde Licht bis Sonnenuntergang. Das ist wichtig, weil sonst wird es später zu dunkel. Wenn man jetzt eine 30 Minuten Belichtung machen würde bei Sonnenuntergang, wird es immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Und weil es dunkler wird, muss man länger belichten, und weil man länger belichten muss, wird es in der Zeit wieder dunkler. Das ist quasi der Teufelskreis, so nenne ich ihn. Und deswegen haben wir das jetzt nicht. Wir haben noch lange genug Zeit, bis es Sonnenuntergang ist. Ich fotografiere seitwärts zur Sonne, das heißt nicht in die Sonne rein, aber auch nicht die Sonne im Rücken. Ich stehe in einer schattigen Position. Das müsste nicht zwingend eine schattige Position sein, aber ich will, dass die Fläche, die ich fotografiere, einigermaßen gleichmäßig beleuchtet ist. Und das ist hier ganz gut der Fall. Ich bin jetzt hier einfach, wenn ich meine Kamera mal angucke und sag mal Einstellung, Digga-mäßig die Einstellung mir angucke, bei einer Blende 8, ein 250stel Verschlusszeit und ISO 100. Also genauso, wie ich auch da vorne an der Stelle gewesen bin bei der 4 Minuten Belichtung. Das ist gut, weil das zeigt, dass es immer noch gleich hell ist, obwohl jetzt bestimmt schon eine gute Dreiviertelstunde, Stunde umgegangen ist, seitdem ich da vorne das Foto gemacht habe. So, diese Zeit, die merke ich mir jetzt. Schnapp mir meine Filtertabelle und schau hier hinten drauf, oder wenn du eine geile Hauglandjacke hast, kannst du auch auf das Filtertuch drauf schauen. Das hier ist die Rückseite von der ND-Filterverpackung von den Jaworski ND-Filtern. Gibt es auf lernvonben.de, mal ein bisschen Werbung hier einstreuen. Na gut, können wir ehrlich sein, das ganze Video ist ein Werbevideo für ND-Filter. Ob er jetzt meine Filter benutzt oder andere ND-Filter, ist egal, funktioniert mit allen ND-Filtern. Natürlich sind die hier besonders gut. So, ich schaue jetzt hier drauf auf jeden Fall. 250stel Verschlusszeit ohne ND-Filter, und mein Ziel sind 30 Minuten. Und weil 30 Minuten so krass sind, ich muss es nochmal betonen, steht das nicht mal hier drauf. Also hier steht nicht mal drauf, Verschlusszeit mit 1000-fach ND-Filter 30 Minuten, aber es ist quasi diese Lücke, die hier da ist. Das ist für die ganz krassen quasi. Jetzt wisst ihr, warum ist diese Lücke da? Das ist für die ganz krassen. Weil doppelt so viel wie 16 Minuten wären um die 30 Minuten, also 32. Ich glaube, ich werde auch 32 Minuten belichten, weil ich den doppelten Wert nehmen werde, also 32 Minuten. Jetzt wird es kompliziert, jedenfalls wenn man das erste Mal macht, aber theoretisch ist es gar nicht so kompliziert. Also, ich gucke hier in das leere Feld bei Verschlusszeit mit 1000-fach ND-Filter und sehe jetzt hier diesen leeren Wert. Das sind meine 30, 32 Minuten, die ich gleich belichten werde. Das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Dann gucke ich jetzt, ohne ND-Filter bräuchte ich 2 Sekunden. Das heißt, 2 Sekunden Verschlusszeit, ich schraube einen 1000er drauf oder stecke einen 1000er Filter rein, komme auf 32 Minuten. So, jetzt muss ich aber erstmal auf die 2 Sekunden kommen. Das heißt, ich schaue jetzt weiter. 2 Sekunden Verschlusszeit mit 64-fach ND-Filter, das nächste Ziel, ich will auf 2 Sekunden kommen, um auf 32 Minuten zu kommen, wäre ein 30stel ohne ND-Filter. Das heißt, ich muss jetzt auf ein 30stel kommen. Das ist wirklich Brainfuck. So, auf ein 30stel komme ich, wenn ich ein 250stel habe und einen 8-fach-Filter draufschraube. Das heißt, ich muss jetzt einen 8-fach-Filter draufschrauben, einen 64-fach-Filter draufschrauben und einen 1000-fach-Filter draufschrauben. Alles zusammen. Junge. Und eben eine Anfangsverschlusszeit haben von einem 250stel. Die habe ich hier. Blende 8, ein 250stel, ISO 100. So, gucke ich mal kurz. Das Ding ist, theoretisch kann man in den Jaworski Filterhalter 3 ND-Filter reinstecken. Das heißt, mit dem Filterhalter funktioniert das, wenn man alle 3 ND-Filter hat, einen 8-fach-Filter, einen 64-fach-Filter und einen 1000-fach-ND-Filter. Aber ich habe das nicht dabei, das liegt zu Hause. Das ist natürlich dumm. Was mache ich? Ich benutze einfach meinen Schraubfilter. Das heißt, ich kombiniere jetzt einen Schraubfilter und den Steckfilter, das funktioniert nämlich miteinander. Das heißt, als allererstes, das Geile ist, ich muss das jetzt gar nicht mehr kontrollieren. Ich mache das jetzt einfach hintereinander weg. Ich nehme jetzt den Schraubfilter. Ich bin echt gespannt, wie das Bild aussieht, Alter. 30 Minuten belichten, das ist echt verrückt. Das habe ich bis jetzt nur ein einziges Mal gemacht, bei einem Schottland-Workshop. Und bei diesem Schottland-Workshop hat ein Teilnehmer die Rauschreduzierung angehabt.
Und dann musste er 30 Minuten noch Rauschen reduzieren. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, macht die Rauschreduzierung auf jeden Fall aus, wenn ihr sowas ausprobiert. Weil sonst müsst ihr 30 Minuten lang ein Schwarzbild hinterher schießen. Er hat das dann im Auto gemacht während der Fahrt, hat auch funktioniert das Bild. Und ja, das war aber ein Learning. So, ND-Filter ist jetzt drauf und der hat ja vorne, der Schraubfilter, ein Gewinde. Das heißt, den kann ich in den Adapterring noch zusätzlich mit drauf machen. Das heißt, wer mit dem Gedanken spielt, ich habe schon so einen runden ND-Filter und will nur einen Verlaufsfilter haben, das funktioniert. Ihr könnt das zusammen benutzen, Schraub-ND-Filter zum Beispiel und einen Verlaufsfilter für das Stecksystem. So, jetzt mache ich hier vorne den Filterhalter drauf. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier eine Vignette bekomme oder den Filterrand sehe. Ne, sehe ich nicht. Sehr gut. Es kann nämlich sein, je nachdem wie weitwinklig ihr seid, dass wenn ihr einen Schraubfilter benutzt und dazu den Adapterring, das ist das Ding, warum ich diese Steckfilter auch benutze, dass ihr dann schon hier leichten Rand seht. Aber hier ist es jetzt noch nicht der Fall. Ich bin knapp bei 18 mm, würde ich schätzen. Ich bin leicht reingezoomt, damit ich da unten diese Kante der Gräser nicht mit drin habe. Und jetzt schnappe ich mir den nächsten ND-Filter, den 64-fach. Steckt den hier in den Schlitz. Wie rum ihr es am Ende steckt, ist völlig egal. Ihr solltet das Bild auf jeden Fall vorher ausrichten, weil jetzt seht ihr gar nichts mehr. Jetzt ist es hier stockdunkel in der Kamera. Jetzt nehme ich den nächsten Filter und zwar den 1000-fach ND-Filter. Das müsst ihr euch geben. Wir hauen hier gerade drei ND-Filter übereinander weg. So. Alter, wenn ihr jetzt mal hier durchguckt, ihr seht gar nichts mehr. Selbst mit einer DSLR, er sieht gar nichts mehr. Okay, und jetzt gehe ich auf Bulb. Blende 8, ISO 100, Bulb und ich hoffe, dass es nicht dunkler wird, dass die Sonne hinter Wolken oder sowas geht, weil ich muss jetzt eine halbe Stunde in die Zukunft gucken. Ich muss jetzt eine halbe Stunde vorkalkulieren, wie verläuft die Sonne, kommen irgendwelche Wolken und so. Und gerade jetzt zieht der Himmel auch noch auf. Ich würde mir jetzt ein paar mehr Quellwolken wünschen, dass es hier schön Wolkenspiel im Himmel auch gibt, was ich dann auch glatt ziehen kann oder sowas. Aber bis jetzt sieht es schlecht aus. Aber so, Fernauslöser ist am Start. Wir probieren es trotzdem. Ich ziehe nochmal den Fokus. Das Gute ist, ich mache das über die Fokusanzeige hier unten. Muss dafür nicht sehen, gehe einfach auf unendlich. Zack, scharf gestellt. Bulb bin ich, Blende 8, ISO 100. Jetzt keinen Fehler machen, Alter. Jaworski, mach hier keinen Scheiß. Sonst sind 30 Minuten für den Hintern. Okay, also, ihr seid bereit? Okay, Freunde, jetzt geht's los. Das Video wird auch Originallänge. Also wir machen 30 Minuten, nein, Spaß machen wir nicht. Wir machen Zeitraffer gleich. Okay, ich drücke auf Auslösen und auf Start. Und ich hoffe, dass die Sony-Batterie so lange hält. 30 Minuten Dauerbelichtung. So, die Zeit läuft. Ab jetzt 30 Minuten Belichtung. Minuten 34 Sekunden, das ist der aktuelle Stand. Eine halbe Stunde kann echt ganz schön lange sein. Und ich glaube, dass das Foto gar nicht mal so krass aussehen wird, weil gar keine Wolken mehr da sind am Himmel. Also unten hier in der Spiegelung könnte noch ganz cool sein, aber sonst ist hier nichts mehr passiert. Jetzt kommen die Wolken erst wieder von da hinten. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich lasse noch ein bisschen länger belichten, weil auch weniger Licht hier drauf gefallen ist jetzt in dieser Zeit. Also die Sonne ist scheinbar doch schon hinter eine Wolke oder hinter die Bäume gewandert. Und das ist natürlich, ja, schade und macht das Bild insgesamt dunkler. Dunkleres Bild bedeutet, ich muss länger belichten. Aber ich glaube, es macht ganz gut deutlich, was einfach so eine Ultra-Langzeit-Belichtung macht. Alles, was in diesen 30 Minuten passiert ist, ist, wenn es sich bewegt, nicht sichtbar. Alles, was 30 Minuten stillsteht, ist sichtbar. Das heißt, der Baum, das Gras da drüben und das Land, das Haus, Masten und so weiter, das ist alles scharf im Bild in dieser Belichtung. Aber alles, was sich bewegt, Vögel, irgendwie ein Flugzeug oder irgendwie Wolken eben, die am Himmel sind, die sich über diese 30 Minuten lang bewegen, die sind später im Bild dann nicht mehr sichtbar. Und es könnte sein, dass gar keine Wolken sichtbar sind. Das wäre krass. Also wenn die Wolken unten am Horizont sich natürlich nicht bewegt haben für 30 Minuten, dann sind die sichtbar. Aber wenn sie sich bewegt haben in dieser Zeit, sind sie einfach weg. Das heißt, ich habe Wolken weggezaubert. Mit einer Langzeitbelichtung, ja krass. Das kann man natürlich auch mit Menschen machen. Ich habe mal so ein ganz altes Video vor vielleicht 7 Jahren oder sowas hochgeladen auf YouTube, wo ich am Alexanderplatz in Berlin gewesen bin und Menschen weggezaubert habe mit einem ND-Filter. Und das kann man natürlich hier auch benutzen, diese Technik. Ja, da muss man halt dann an der Kamera stehen bleiben, dass die keiner klaut und so. Sonst, dass auch niemand rankommt, dass nicht wackelt und so weiter. Aber theoretisch kann man damit Menschen eliminieren, weil keiner steht 30 Minuten lang rum. Also da bist du schon wirklich ein Hänger, wenn du 30 Minuten an einer Stelle stehst. Oder ein Angler. Auch sein. So,
Lange Rede, kurzer Sinn. 33 Minuten. Wollen wir es machen? Gib mal einen Daumen nach oben, wenn ich es machen soll. So, okay, ich mach trotzdem. Let's go. Achso, ich brauche meinen Auslöser. Boah. Und jetzt stellt euch vor, Akku leer. Hat gar keine Belichtung gemacht. Warte, warte, warte. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. ND-Filter, Polfilter, Verlaufsfilter, Jaworski-Filter. Top-Qualität, fairer Preis. Jetzt auf www.lernvonben.de. Es macht kein Geräusch. Oh mein Gott. Ich schwöre, der Akku ist leer. Was ist das? Nicht doch. Okay, Sony richtig gefailt, ey. Was ist da los? Geht doch nicht, dass der Akku leer ist, Alter. Der hat doch nichts angezeigt. Ist der oder was? Ob du bist, habe ich gefragt. Das ist doch Scheiße, Freunde. Das ist sehr gut, der Frosch lacht mich aus hier. Was ist das? Dicker, was ist das? 30 Minuten Belichtung, Akku leer. Warte, warte, warte. Instant Error. Akku ist erschöpft. Jetzt sagt er, jetzt erzählst du mir, mein Akku ist erschöpft oder was? Boah, Leute. Kriech, plack. Nee, natürlich nicht. Das ist Gift. Schmeiß nicht in den See. Aber es ist was. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Aber das machen wir jetzt einfach woanders nochmal. Und die Technik kennt ihr jetzt trotzdem. Theoretisch hätte es funktioniert, wenn ich keine Sony gehabt hätte. Oder wenigstens eine mit einem neuen Akku, größeren Akku. Das ist doch ein Rotz, ist das. 100% hat das Ding vorhin gehabt. Und jetzt? Naja, jetzt scheiß drauf, essen gehen. Neuer Tag, neues Glück. Seit knapp 5 Minuten läuft jetzt schon meine 32 Minuten Langzeitbelichtung. Diesmal von meinem eigenen Haus. Gott sei Dank haben wir heute so schöne Wolken, wie wir auch hatten, als wir das Video gedreht haben. Leider haben wir ja auch gerade sehr viel Schatten, weil wir hier so eine Waldwand eigentlich auf der rechten Seite haben, wo gerade die Sonne ist. Das heißt, ich muss relativ nah ans Haus rangehen. Bin deswegen jetzt auch im Hochformat, dass ich den Himmel noch mit drin habe. Ich glaube, es wird trotzdem cool aussehen. Und ich denke, der Effekt wird deutlich, den die 32 Minuten Belichtung macht mit den Wolken, wenn sie sich bewegen. Ihr werdet es gleich sehen, und zwar in knapp 26 Minuten. Also bis gleich. Zwei, eins und so. Gucken wir, ob es geklappt hat, ob der Akku mitgemacht hat. Ich bin gespannt. Yes! Also das Haus ist scharf, gestochen scharf. Es ist auch geil, weil das Licht von der Sonne so auf das Haus rauf scheint, ist also beleuchtet. Die Wolken sind eigentlich fast nicht mehr zu sehen in der 30-Minuten-Belichtung. Das ist auch das, was ich mir gedacht habe. Ich habe das Bild vom See auch mir angeguckt. Das waren ja so knapp 19 Minuten. Auch da hat man nicht wirklich viele Wolken gesehen. Es sah aber relativ gut aus, ein bisschen noch zu dunkel. Es haben mir noch knapp 10 Minuten Belichtung gefehlt. Trotzdem ist es okay gewesen. Hier finde ich es noch deutlich geiler. Die Bäume oben, weil die sich die ganze Zeit im Wind bewegen. Die Blätter sind komplett verwischt. Es hat auf jeden Fall einen sehr surrealen, sehr krassen Effekt. Ich finde, das Bild sieht fast aus wie so ein altes Bild. Also wie so ein analoges Bild irgendwie aus früherer Zeit. Auch da mussten die ja häufig mit langen Belichtungen arbeiten, weil es einfach nicht anders ging. Alles in allem ist es ein super spannendes Projekt, was super viel Spaß macht. Probier es auf jeden Fall mal aus. Ich habe jetzt hier auch die Variante benutzt mit 3 Steckfiltern hintereinander. Also den 8-fach, 64-fach und 1000-fach. Ich habe dafür quasi meinen dritten Filterschacht vorne an den Filter befestigt. Schau auf lernvonben.de, da siehst du, wie das funktioniert. Das ist ganz einfach mit den Schrauben. Und die Filter gibt es auch auf lernvonben.de. Kurz ein bisschen Werbung. Da haben wir die ganzen Jaworski-Filter am Start zum Stecken oder auch zum Schrauben. Du kannst natürlich auch 3 Schraubfilter übereinander machen. Oder wie ich das gemacht habe am See, Schraubfilter und Steckfilter hintereinander. Es ist ein Langzeitprojekt. Jedes Bild dauert einfach mal über 30 Minuten. Jetzt 32 Minuten belichtet. Es macht aber sehr viel Bock und du kriegst halt einen Bildstil, den sonst keiner hat. Und wenn jemand sagt, wie hast du das Bild gemacht? Na, 32 Minuten Belichtung, Dicker. 32 Minuten, wie viele Sekunden sind das eigentlich, warte? 1954 Sekunden ist diese Belichtung lang. Bam! Krass, oder? Und Thema Akku, er hat jetzt ungefähr pro Belichtung 25% Akku gezogen. Das ist schon eine krasse Sache. Aber da muss ich ja am See echt wenig Prozent gehabt haben. Ich dachte, der wäre voll gewesen, der Akku. Aber weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jetzt haben wir das Bild auf jeden Fall im Kasten. Hast du schon mal ausprobiert? So eine 30-Minuten-Belichtung? Dann schreib es unten in die Kommentare oder probier es einfach aus. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Gib einen Daumen nach oben. Teil das Video mit Langzeitbelichtung-Freak-Freunden von dir oder welche diesmal werden wollen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich sage au revoir aus der Bretagne. Und vielleicht mache ich noch eine Belichtung.
Akku reicht. 50% haben wir noch. Let's go!